Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rheinbrock, Iburger Straße in Osnabrück, Nordwestdeutschlands größte Fortausstellung. Ja, Moritz Heyer ist bei mir vor dem Spiel äh, bei Erzge Erzgebirge Aue am Sonntag. Moritz erstmal allgemein ein paar Fragen, das ist jetzt der sechste Spieltag, der ansteht. Ähm, mit Blick auf die vergangenen fünf Spiele, du hast alle fünf Spiele bestritten über die volle Zeit. Äh, hättest du das, bevor du hier nach Osnabrück gekommen bist, oder als im Prinzip die Vertragsgespräche gelaufen sind, so erwartet, dass der Start für dich hier so optimal läuft? Ja gut, ich glaube, man hat es immer gehofft, dass der Start ganz gut verläuft. Dass er jetzt so verläuft, ist natürlich auch sehr, sehr schön für mich. Freue ich mich sehr drüber. Aber nichtsdestotrotz muss ich weiter an meine Leistung anknüpfen und hoffe dann, dass es so weiterläuft. Die Defensive wurde ja vor der Saison ähm, ja, ziemlich durchgewürfelt oder komplett neu zusammengestellt, auch durch den ähm, Ausfall von Maurice Trapp, der mit Sicherheit wahrscheinlich auch ähm, eine Position fix gehabt hätte. Ähm, nichtsdestotrotz habt ihr euch gerade äh, nach dem Spiel gegen Heidenheim, wo es dann 3-1 verloren ging, ganz gut gefangen. Also ihr habt seitdem erst ein Gegentor bekommen, äh, in der Liga zumindest, gegen Nürnberg war das. Was ist denn so das Erfolgsgeheimnis, gerade wenn man halt ähm, so frisch zusammengewürfelt wurde? Ja, ich glaube, dass die ganze Mannschaft einfach hilft, dass alle gegen den Ball arbeiten, sehr, sehr gut und dass es dann für uns hinten leichter ist, als wenn ähm, nicht so viele gegen den Ball arbeiten. Und äh, ich glaube auch gegen Heidenheim haben wir es die ersten ja, 70 Minuten nicht schlecht gemacht, ähm, haben natürlich in den letzten 20 Minuten drei Tore kassiert. Ähm, nichtsdestotrotz äh, müssen wir weiter gucken, dass es weiter so gut klappt, und äh, da wollen wir am Wochenende dran anknüpfen. Mhm. Ihr habt ja mit ähm, Jost von Aken und Lukas Guganich, die dann mit dir ja im Prinzip die Innenverteidigung gestellt haben. Adam war vorher schon da, aber ihr habt zuletzt zusammen gespielt. Was macht denn so die einzelnen Spieler aus? Kannst du das so unterscheiden äh, bei euch in der Innenverteidigung jetzt gerade auf diesen Positionen? ja ist schwierig zu entscheiden also unter, zu unterscheiden sage ich mal ähm, alle haben eine gewisse Erfahrungen die ich vielleicht noch nicht hatte ähm, und äh, die helfen mir extrem weiter diese Erfahrungen und ich versuche mich einfach ein bisschen an den hochzuziehen ähm, zu gucken was die Jungs gut machen und äh, das hilft mir auf jeden Fall sehr was waren das für Punkte so gerade wenn du mal so guckst auf die letzten vier Monate die du jetzt hier bist äh, wie haben die sich auf deine Entwicklung schon ausgewirkt oder haben sie sich überhaupt schon ausgewirkt ja, es ist jetzt ist schwierig zu beurteilen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich rede nicht, nicht so gerne über mich selber. Ähm, meine Entwicklungen können gerne andere beurteilen. Ich mache das für mich persönlich. Und äh, ich denke, dass ich bisher sehr, sehr zufrieden bin, aber dass auch noch Luft nach oben ist. Aber du kannst ja sagen, was du im Prinzip schon mitgenommen hast oder was du in dieser Zeit jetzt irgendwie schon an dir ähm, verbessert hast oder weiterentwickelt hast. Ja, nee, klar, es ist auf jeden Fall ein bisschen. Eine Abgeklärtheit, sage ich mal, die ich dazu gewonnen habe in den Zweikämpfen im 1 gegen Eins und das hilft mir auf jeden Fall sehr. Welche Rolle spielt denn das Trainerteam um Daniel Thun und Merlin Polzin dabei? Das, ähm, ja, ist ja, wenn man jetzt sieht, welche Entwicklung die Mannschaft gemacht hat, scheinen sie ja definitiv einen guten Job zu machen. Wie nimmst du das wahr im Training und auch vielleicht in Vorbereitung auf die Spiele? Ja, definitiv. Also der, sie machen einen sehr, sehr guten Job, helfen uns extrem weiter in Kleinigkeiten, ähm, sind sehr, sehr intensiv unterwegs, ähm, auf Kleinigkeiten bezogen und äh, die helfen uns allen weiter. Und äh, das ist schön, dass äh, so auf Kleinigkeiten geachtet wird. Ist das auch der Unterschied zu deinen bisherigen Trainern? Ja, definitiv. Also ich habe es jetzt so auch noch nicht erlebt, dass man so intensiv auf Kleinigkeiten achtet. Das muss, muss ich schon sagen. Und ähm, ist für mich auch was Neues und äh, bringt mich, glaube ich, auch extrem weiter. Bleiben wir mal beim Trainer, der hat unter der Woche im Interview gesagt, dass sein Ziel irgendwann mal ist, äh, zumindest als Trainer in der Bundesliga zu, zu trainieren. Das hat er als Spieler nicht geschafft. Hast du einen Karriereplan und wenn ja, wie sieht der aus? Ähm, ja gut, also ich hatte mir jetzt ähm, vorgenommen, erstmal zweite Liga zu spielen. Ähm, das habe ich jetzt äh, geschafft und jetzt muss man einfach sehen, wie die Saison verläuft und äh, ich will möglichst viele Spiele machen, möglichst viele Minuten sammeln und äh, danach werde ich mir dann Gedanken machen, wo, wo die Reise noch hingehen soll. Und trotzdem sagt ja jeder Fußballer schon, er möchte so hoch wie möglich spielen. Die Vorstellung existiert bei dir wahrscheinlich auch? Ja, klar, auf jeden Fall. Also, es wäre natürlich sehr, sehr schön. Nichtsdestotrotz muss man, muss man gucken. Ich bin jetzt momentan gerade, habe fünf Zweitligaspiele gemacht. Da ist der Blick jetzt noch nicht direkt nach oben gerichtet. Man will sich erstmal in der zweiten Liga etablieren. Und das ist erstmal mein nächstes Ziel. Alles klar, Moritz. Dann viel Erfolg. Danke. Danke.